Ich bin Stefan Lützenkirchen von der GSR Unternehmensberatung. Ich bin in drei Rollen hier. Erstmal als begeisterter, langjähriger Besucher des Forums. Seit einigen Jahren auch der Moderator der Hauptbühne. Und ich bin hier auch als Repräsentant der BFP Akademie, die ja hier einen großen Teil des Programms auch abbildet. Also ich würde mal sagen, dass es so um die 20 sein dürften, weil ich von fast Anfang an dabei bin und damals schon auf dem Nürburgring im Sturm der Eifel Autos präsentiert habe. Es hat sich dann sehr weiterentwickelt und ich kenne das Forum sozusagen in allen Aggregatszuständen. Ich bin frei im Geist und vor allen Dingen interessiert an guter, komfortabler, sicherer und nachhaltiger Mobilität. Und alles finde ich hier. Das kann auch mit dem Auto sein, muss aber. Das lässt sich angesichts der Vielfalt der Kontakte hier eigentlich nicht wirklich beantworten, denn man hat hier ganz viele Möglichkeiten, sehr spontan Menschen zu treffen, Anbieter von Produkten oder auch Marktteilnehmer, die auf der Suche nach guten Lösungen sind. Und alles ist inspirierend und das Ganze dann auch noch angereichert durch Experteninterviews und Panels und den entsprechenden Workshops. Also da irgendeine Person herauszuheben, wäre nicht korrekt. Aber natürlich haben wir hier sehr tolle Keynotes gehört von Christian Clerici als Journalisten oder auch die Möglichkeit mit Joey Kelly hier einen Blick in die Fragen der Motivation zu werfen. Da gibt es ganz viele, sowohl inhaltliche Inspirationen von den Ausstellerinnen und Ausstellern, von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die wir in den Panels und in den Workshops hören, aber auch natürlich das ganze Setting mit der Gelegenheit, viele, viele charmante Begegnungen hier zu erleben und von persönlichen Gesprächen zu profitieren. Und ganz nebenbei ist einfach ein toller Ort, der für eine gute Versorgung und eine ganz tolle, warmherzige Atmosphäre sorgt. Ja, ich habe einen Wunsch, nämlich dass noch viel, viel mehr Menschen dieses BFP-Forum hier in Mainz nicht nur entdecken, sondern auch in der ganzen Breite des Programms nutzen und sich nicht nur einen, sondern vielleicht sogar zwei Tage Zeit nehmen, hier zu profitieren von Information und Inspiration und daraus dann einfach gute Entscheidungen zu treffen. Denn das ist ein Mitmachforum, um die Zukunft zu gestalten und nicht den Status quo sich abzuarbeiten.